Hallo zusammen, herzlich willkommen auf Amazing Nature Alpha, dem Natur- und Technik-Kanal. Mein Name ist Michael und ihr habt wieder eingeschaltet für ein neues Video Fotografieren lernen. Und zwar habe ich darüber jetzt schon öfter geredet. Es geht um Langzeitbelichtungen am Tage. Aber weil wir hier heute an so einem schönen Ort sind, wollen wir das ganze Thema nochmal anschauen. Und zwar mit einem variablen ND-Filter. Den habe ich von der Firma K&F Concept zugeschickt bekommen. Und er geht von der Stufe 2 bis 32. Und wir wollen einfach mal anschauen, wie gut funktioniert der. Also den habe ich zwar gratis bekommen, aber ich sage natürlich meine ehrliche Meinung dazu. Und wir werden auch mal einen kleinen Schärfevergleich dazu machen, ob der gut oder schlecht ist, und vergleichen ihn auch mal vielleicht mit einem Haida-Filter, einfach auch zu schauen, wie viel Schärfeleistung schluckt der. Und ihr seid heute nicht nur auf meinem YouTube-Kanal, sondern wir sind heute auch am alten Ludwigskanal, der früher die Donau mit dem Main verbunden hat. Und hier gibt es so schöne kleine Schleusen mit Wasserfällen, und da versuchen wir jetzt mal was aufzunehmen. Aber lang genug geredet, jetzt geht's auch schon los. Okay, wir haben jetzt die Kamera an einem Wasserfall aufgebaut, und wichtig dabei ist natürlich, dass ihr das Stativ fest auf dem Untergrund stehen habt, denn wir wollen ja eine lange Belichtung machen. Dann würde ich euch empfehlen, die Mittelsäule ganz einzufahren und den Stabilisator eurer Kamera natürlich auszuschalten, denn er verwackelt euch bei Langzeitbelichtungen gerne mal das Bild. Und jetzt zeige ich euch noch kurz die Kameraeinstellungen. Gut, ihr seht jetzt schon hier unten rechts das Histogramm. Das sagt uns jetzt, die Belichtung wäre soweit in Ordnung. Ganz rechts haben wir einen kleinen Ausriss. Das liegt an dem Himmel, der da oben so hell belichtet ist. Und ich habe jetzt momentan eine 400stel eingestellt, eine Blende f6,3. Aber das spielt jetzt alles noch keine große Rolle, denn wir werden jetzt mittels dieses variablen ND-Filters, ihr seht schon, wenn ich den weiter drehe, verdunkeln wir das Bild. Und heute, weil es ja so schön ist, Wasser weich zu zeichnen, werden wir ihn natürlich so weit wie möglich nach unten drehen, und dann senken wir die ISO noch so tief ab, wie wir können, also dass das Bild ganz dunkel wird. In dem Fall können wir ISO 50 machen, das ist ungefähr hier. Die Blende können wir auch noch schließen auf 8, und dann drehen wir einfach mal die Verschlusszeit so lang hoch, bis das Bild wieder hell wird. Das geht natürlich bei den spiegellosen Systemkameras wunderbar. Und ihr seht, jetzt landen wir hier bei einer Sekunde. Das ist schon ausreichend für den Wasserfall, aber wir können es noch etwas übertreiben, wenn wir jetzt die Blende noch weiter schließen, vielleicht auf eine F11. Und dann hier seht ihr schon, das Histogramm sagt uns recht spitz ein bisschen an. Jetzt kommt auch die Sonne und macht uns wieder einen Strich durch die Rechnung. Das ist auch nicht so ideal. Aber wir schauen jetzt einfach mal, ob wir das Wasser weich zeichnen können. Scharf stellen können wir noch, ansonsten würde ich euch empfehlen, macht vorher den Filter hell, stellt scharf manuell, aber momentan funktioniert das mit dem Autofokus auch noch ganz gut. Und dann stellt noch eine berührungsfreie Auslösung ein, also die Kamera hat jetzt einen zweisekündigen Selbstauslöser aktiviert. Und dann fokussieren wir das nochmal, drücken halb runter, die 2 Sekunden laufen ab, und jetzt wird eine Belichtung mit 2 Sekunden und einer Blende 11 gemacht. Und die blende ich euch jetzt ein. Okay, ihr habt schon gesehen, das hat wunderbar funktioniert. Das Wasser ist weich gezeichnet. Wenn ihr jetzt zum Beispiel in der Dämmerung Autos mit den Lichterspuren aufnehmen wollt, dann müsst ihr meistens länger wie 2 Sekunden belichten. Da sind 15 bis 20 Sekunden ganz interessant, wenn das Auto dann, je nachdem wie weitwinklig ihr fotografiert natürlich, eine komplette Lichterspur durchs ganze Bild zieht. Aber das können wir in einem anderen Video vielleicht im kommenden Winter ja mal ausprobieren. Ansonsten habt ihr gerade auf dem Bild gesehen, haben wir eine Mauer rechts, und die werde ich jetzt nochmal einzeln scharf stellen und werde die fotografieren, und danach werde ich dasselbe Bild nochmal mit dem Haida-Filter aufnehmen, damit wir später in Lightroom einen super Schärfevergleich haben. Dann machen wir uns an die Arbeit. Wir haben hier beide Bilder unentwickelt direkt aus der Kamera, und wir sehen auf der linken Seite den Filter von K&F Concept und auf der rechten Seite den Rechteckfilter von Haida. Wer sich für diese Filter interessiert, dazu habe ich ebenfalls ein Video angefertigt. Beide Aufnahmen sind grundverschieden. Obwohl wir denselben Weißabgleich eingestellt haben, sehen wir, dass das Bild auf der rechten Seite etwas kühler ist und leicht grünstichig, und auf der linken Seite der Filter von K&F Concept einen wärmeren Eindruck hinterlässt. Beides finde ich nicht dramatisch, da es sich in der heutigen Zeit im RAW vor allem problemlos beheben lässt. Gut, weil die Farbe nicht so wichtig ist, schauen wir lieber mal, was die Schärfe so macht, und dazu zoomen wir einmal 100% ran zuerst einmal, und wir sehen hier,
wenn wir ganz genau hinschauen, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, aber ich würde sagen, auf der rechten Seite der Haider-Filter ist etwas schärfer wie der Filter von K&F Concept. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, es handelt sich ja bei diesem um einen variablen Filter, also mit zwei Glaselementen, die sich gegeneinander verdrehen. Somit haben sie auch einen höheren praktischen Nutzen und dementsprechend ist es zu verstehen, dass hier die Schärfe minimal einknickt. Wenn wir 200% in das Bild hineinzoomen, das ist vor allem für die Handynutzer interessant, die das Video auf dem Handy schauen, die können mit 100% meistens nicht so viel anfangen, dann seht ihr das vielleicht etwas besser. Hier ist der Haider-Filter leicht überlegen. Aber ansonsten respektable Arbeit von beiden Filtern und vor allem einen großen Respekt an das Tamron 28-75, das hier wirklich messerscharf ist an der Sony A7 R3. Ein wichtiges Detail habe ich euch noch ganz vergessen zu sagen, und zwar bewirbt K&F Concept diesen Filter damit, dass wenn man ihn zudreht, dass kein X-Cross zu sehen ist, wie das bei den anderen variablen ND-Filtern zu sehen ist. Jeder, der ein bisschen Erfahrung mit diesen Filtern hat, der weiß, wenn ihr die Filter etwas zu stark abdunkelt und macht dann eine Langzeitbelichtung, dann habt ihr ein abgedunkeltes Kreuz im Bild. Und K&F Concept hat das ganz einfach behoben, indem sie den Filter blockieren. Ab einer gewissen Stelle kann man ihn einfach nicht mehr weiterdrehen, sonst würde wahrscheinlich dieses X-Cross ganz genauso auftreten. Aber dass das funktioniert, das haben wir jetzt schon gerade bei der Aufnahme gesehen. Also das ist eine ganz schöne Sache. Hier habt ihr kein X-Cross. Besonders hilfreich ist der Filter natürlich aber auch gerade für Videofilmer, da wir ihn stufenlos verändern können. Und gerade Videofilmer möchten ja gerne mit einer 50stel oder mit einer 100stel filmen. So wie jetzt gerade filme ich mit einer F3,2 und mit einer ISO 400 und einer 50stel. Und das wäre viel zu hell an diesem sonnigen Tag. Und dann können wir einfach durch Verdrehen des Filters die richtige Belichtung einstellen, mit Hilfe des Histogramms oder anderen Hilfsmitteln. So ist es ganz abgedunkelt. Und wenn das uns zu dunkel ist, dann könnten wir hier stufenlos etwas heller machen. Das ist natürlich auch gerade praktisch, wenn wir einen Tag haben, wo Sonne mit Wolken sich abwechseln. Dann können wir während des Filmens, ohne die lästigen Stufen im Bild zu haben, das Bild in der Belichtung stufenlos anpassen. An dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, ein herzliches Danke dafür, dass ihr wieder reingeschaut habt und euch dafür interessiert habt, für was man einen variablen ND-Filter einsetzen kann. Und die Essenz der Geschichte ist ja, dass man ihn zum Filmen gut verwenden kann, aber auch zum Fotografieren. Auch wenn der von K&F Concept jetzt nicht sehr dunkel war, wenn ihr da längere Belichtungen machen wollt, dann müsst ihr natürlich einen ND64 oder einen ND1000 verwenden. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video und auf Wiedersehen.